Was sollte man auf jeden Fall sich davor noch bewusst sein? Was denkst du so, was erwartet man so vom Medizinstudium, was dann aber im Endeffekt schon etwas anders ist? Ja, also viele erwarten wahrscheinlich in den ersten Jahren, da geht es direkt los mit der richtigen Medizin, wie lerne ich lerne die Krankheiten kennen oder das Organ, wie funktioniert das? Das ist nicht direkt am Anfang. Klar, in der Anatomie startet man auch relativ früh und hat auch den Präparationskurs und lernt den menschlichen Körper im makroskopisch, also im Großen und mikroskopisch, also unter dem Mikroskop auf zellulärer Ebene kennen. Aber ein ganz, ganz großer Teil in den ersten 2 Jahren ist wirklich Grundlage und naturwissenschaftliche Grundlage. Dazu zählt halt nun mal Biochemie und Physik, aber auch viel Rechnen, viel Mathe. Und das hätte ich gerne vorher gewusst, dass tatsächlich die Biologie keine große Rolle in den ersten 2 Jahren spielt. Viele denken, ich studiere jetzt Medizin und dann würde ich gern einen Bio-Leistungskurs in der Schule belegen. Super Idee. Viel besser wäre tatsächlich ein Physik-Leistungskurs oder ein Chemie-Leistungskurs, aber das sollte man vorher wissen, dass es ein großer Teil, dass es einen großen Teil ausmacht. Aber es sollte keinen abschrecken, jetzt Medizin zu studieren. Das kriegt man auch hin. Auch das Latein, viele sagen, Stimmt, Latein ist da in Medizin auch ziemlich mit dabei, gell? Früher musste man das sogenannte Latinum haben, um Medizin studieren zu dürfen. Aber das hält heute keinen mehr ab, denn es gibt jetzt Kurse von den Schulen, beziehungsweise Vorbereitungskurse oder Vorbereitungskurse von der Uni. Und wenn man ohne Latinum zum Beispiel auch direkt ins Medizinstudium einsteigt, dann gibt es dort Kurse, die man dann belegen muss. Zum Beispiel die Terminologie. Und da muss man dann auch den Lateinkurs letztendlich belegen. Und einen kleinen Vorteil hat man, wenn man das Latinum schon hatte oder Latein in der Schule hatte. Dann kann man extra Kurse belegen, die das ein bisschen schneller durchlaufen. Man muss nicht ein ganzes Semester einen Lateinkurs belegen. Und jetzt vielleicht noch so ein paar, ich will jetzt nicht sagen ethische, aber vielleicht so inhaltliche Dinge, über die man auf jeden Fall informiert sein sollte. Also muss man beispielsweise an Leichen arbeiten, muss man Tierexperimente durchführen? Gibt es da so ein paar Dinge, die man eben einfach machen muss? Kannst du dazu vielleicht was sagen? Das ist Genau. wahrscheinlich auch für den einen oder anderen interessant. Genau. Für viele interessant, der Präparationskurs, der berühmte Präparationskurs in der Anatomie. Da In gibt wie es, vielen Semester ist das? das kommt auf die Universität an, bei den meisten startet es tatsächlich im ersten Semester. Da fängt man mit dem Bewegungsapparat an. Und tatsächlich, ja, man hat Körperspender. Das sind Personen, die Zeit ihres Lebens sich da aktiv dazu entscheiden, ihren Körper der Wissenschaft zu spenden. Und die werden dann von Medizinstudenten für die Forschung letztendlich verwendet, um den menschlichen Körper kennenzulernen. Das muss man machen und tatsächlich muss man auch an den Körperspendern präparieren üben, wie man ein Gewebe aufschneidet. Und es geht letztendlich nichts über tatsächlich das haptische Gefühl, also das wirkliche Anfassen einer anatomischen Struktur, um sie auch wirklich kennenzulernen. Viele Universitäten fangen jetzt auch an mit 3D-Simulationen, aber auch dort ist letztendlich die Präparation an der echten Leiche wichtig. Und Thema Tierexperimente, wenn jetzt jemand hardcore dagegen ist, kann der Medizin studieren oder ist es immer noch so in Deutschland zumindest, dass das eine Konvention ist, dass man irgendwie an Ratten Nee, experimentiert? also das muss man absolut nicht. Wenn man dagegen ist, muss man das auch nicht machen. Und es ist auch nicht die Regel, dass das auch heute noch irgendwie ständig in den Laboren, Experimenten verwendet wird. Letztendlich, man muss Experimente machen, aber das sind überwiegend einfach nur Chemikalien. Wo man die Reaktionen verwendet oder man lernt gewisse Diagnose, Strategien kennen mit Geräten und da muss man aber nicht mit Tieren arbeiten. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir dann auch so ein bisschen wieder in die Richtung oder den Sprung dann machen zum eigentlichen Beruf des Arztes. Was würdest du sagen, wie viel Prozent so der Leute brechen das Medizinstudium ab? Viele sagen, viele brechen ab. Ja, aber wenn man sich tatsächlich die Abbrecherquoten in anderen Studiengängen anschaut, ist es bei Medizin tatsächlich so, dass die Abbrecherquote gar nicht so hoch ist. Ja, es brechen viele ab. Ich würde mal schätzen, 30 bis 40% fallen letztendlich im Laufe des Studiums raus. Das ist in anderen Studiengängen aber ähnlich. Wenn man sich zum Beispiel Jura anschaut, sind die Abbrecherquoten teilweise höher.